Hallo Freunde, Hallo. willkommen zurück. Isi ist bei mir, die Pyramide ist fertig. Und was entdecke ich da? Eine Monk-Ecke. Na, warum habe ich die Aufnahme auf die Seite genommen? Guck mal hier. Okay. Ach, da stellen wir einen Blumentopf davor. Was ist das hier? Ja, ist doch wieder passiert, aber ich lasse es jetzt so. Ja, hier sind ein paar Schränke hingepackt. Und bin ein bisschen rausgerutscht, ja. Naja. Bisschen. Ich sag aber nichts. Du hast das nicht gesehen. Einigen wir uns darauf. Ja. Also, was mache ich damit? Fabrikator steht schon. Ja. Und für die große Schmelze, die hier in die Mitte reinkommen sollte, ich hoffe, dass die Höhe passt, brauche ich Polymer. Da muss man am Strand gehen. Hier gibt es ja diese Wahl am Strand. Ja, aber ich weiß, kann mich nicht erinnern, dass die Polymer geben. Das war doch auf Ragnarok so. Die gestrandete Wahl hier? Geben die das auch? Ja, dann. Ich meine, wir haben. Ich glaube schon. Gucken wir Ja mal. gut, geh gucken. Ist eben, tut sich noch mehr mit dem Lager. Ich baue Lager. Damit hier mal ein bisschen Ordnung reinkommt. Okay, da gibt es Stress. Ach nee. Die werde ich auch noch irgendwann deinstallieren. Sicher. Ey, der hat mein Wasserglas geklaut. Komplett, ehrlich? Oh, diese Viecher. Versucht die mal mit dem Agi zu erwischen. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Drei Eier. Von. Okay. Schnappen und verschwinden. So, wir haben jetzt so, glaube ich, 20 Schränke. Ich glaube, damit sollten wir erstmal hinkommen. Eine Weile. Tritzelere Doppelei. Okay. So, das ist der erste Wahl. Schauen wir mal. Oh, okay, das ist aber nicht viel. Was ist denn ein Polymer? Wie viel ist denn nicht viel? Gut, der erste 76 war zwei Stück. Der erste habe ich mit der Spitzhacke, der zweite mit der Axt. Das war mehr. Ja, ich könnte die 400 Stück schaffen. Ja, kriegst du nasse Füße.
kommt die Armee. Das Problem wird das Öl. Gut, dass ich zwei Wasserglas hatte. Kommt schon bestimmt gleich der nächste. Die haben ja nur... Ja. Nicht, was ich gebrauchen kann. Ja, die Schmiss ist aber auch ein guter Fang. Ja, 400 Pille mehr, ich meine. Das ist ja das kleinste Problem. Danach kommt noch Öl. Also einen Bauplan für eine Ölpumpe hast du in der Werkbank. Und du hast doch schon so ein paar Spots gesehen, ne? Ja, zwei Stücke, aber komplett auf die andere Kartenseite. Muss mal schauen. Das Beschriften von den Schränken ist so umständlich, langwierig. Du musst ja doch ein Namensschild ausprobieren. Ja, stimmt. Dann muss ich alles nochmal schreiben. Da brauchst du die Schränke nicht benennen. Ja, ich bin doch schon fast fertig. Ja. Jo, so ein Schild da dran, das muss ich mal machen. Muss ich mal probieren. Habe ich das schon gelernt? Ja, was heißt ein Abschild? Was ich meine. Ja, ich brauche mal eins. Da bin ich jetzt gespannt. Es geht tatsächlich. Ja. Super. Sieht doch mal anders aus. Das, ja, ja, das machen wir auch. Das Gammelfleisch nehme ich trotzdem mit, ne? Oder hast du genug? Ja, bring mit. Wegschmeißen kannst du es immer noch. Ja, für Gammel kannst du auch zu Hause. Ne? Ja, richtig. Cool. Die ganzen Tupfisch sind dann ausgestorben hier, ne? Und diese Urdelfine. So, Schilder. Ich bin gespannt, wenn ich hier die ganze Kiste fertig habe, ob ich die noch haben kann. Vier Stück. So. Ich brauche 400, ich habe 393. Und das war der letzte. Okay, das bringe ich nach Hause. Aber ich gehe, solange ich hier bin, ich gehe mal kurz unter Wasser. Ich weiß nicht, wie schnell die nachspawnen. Ich weiß es nicht. Moment, die habe ich vielleicht mal. Nee. Das geht ja hier lang, das geht ja hier lang. Ich gehe mal gucken erstmal, ob hier unter Wasser Ölsteine sind.
Zumindest bei der beim Strandhaus ist war eins, Ja, ne? und Hai. Ach so. Hier ist die Gegend entspannter, aber es kommt kein Hörer. Das ist ja logisch. So, habe ich Holzschilder gemacht. Jetzt nagle ich sie an die Schränke. Hätte ich den ersten richtig abgebaut, ich hätte kein Problem gehabt. So, du müsstest eine Frage. Der Qualmöl. Seite. Okay, wo ist mein Pinsel? Was denn? Siebenöl, wir haben nicht mit der Axt. Ah. Schnell tauchen. Mein Tachegriff. Zwei Stück. Okay. Ist ja nicht weit weg von zu Hause. Was tut man nicht alles für ein bisschen Polymer? Polymer? Öl. Ach so, Öl, ja, genau. Ach, die ganzen Kreise sind auch noch an hier. Ich bin nicht weit von zu Hause, ja. Trotzdem muss das nicht sein. Muss ich wieder tauchen, meine Leiche plündern. Und ich habe den ersten Agi geschnappt, der nicht viel Ausdauer hat.
Warum kann man nicht entspannt unter Wasser tauchen? Hai-Angriff könnte ich noch nachvollziehen. Ich, dadurch, dass ich hier so schreibe und so, habe ich jetzt nicht so wirklich bei dir aufgepasst und zugehört. Die Sachen Hai-Angriff könnte ich noch nachvollziehen. Aber was war's, ein Manta? Zwei Stück. Mensch. Natürlich sind sie sofort da, ne? Komm, 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 komm. So, du brauchst du noch die Skin? Sag mir welche. Ich habe ja alle einmal. Schmeiß jetzt weg und was wollte ich jetzt? Später wieder welche? Ja, sicher. Ah, der Paraskin. Echt? Diese Sattel. Ach, den. Ja, der, den kannst du mitbringen. Aber nicht der. Nein. So, zwei Schränke sind noch übrig, da weiß ich nicht, wofür ich die... Bitte? Zwei Schränke sind noch übrig, da weiß ich jetzt nicht, aha, was da rein. Aber da findet sich sicher was. Ja. Also unter Wasser. Das ist eine Unterfang. Zumindest solo. Nee, das Ölfarm. Erstmal, der Sauerstoff reicht nicht. Geht ihr so weit wie die Schränke? Ja, ich räume die schon ein. Dann würde ich sagen, wir gehen gleich auf die andere Seite, wo wir die Agentavis gezähmt haben. Da war ein Ölstein oben auf dem Berg. Mhm. Und unten waren auch noch Kadaver am Strand. Soll ich Eisen opfern für eine Ölplattform? Ja, wenn es zu weit weg ist, habe ich da auch keine Lust dazu. Ja, aber ich glaube, wenn du zwei, dreimal gefarmt hast, dann hast du deine Ruhe. Aber hier musst du ständig runtertauchen. Weißt ja, wie das ist, wenn alles
in Betrieb kommen, ne? Ja. Ey, derselbe. Einziehen, nicht rausschmeißen. Guck mal, wie viele Ölsteine ich abbauen muss. Bei zwei Steinen gerade mal 30 Stück. Also bleibt der Para erstmal hier stehen und so, ich schau mir mal deine Schränke. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus mit Schildern, ne? Ja, die müssen nur noch Farbe bekommen, die Schränke. So sehen sie blöd aus. Und das Ä und Ü und so, das schreibt ja, er halt das nicht. Weiß ich. Ne? Sattel. Rüstung. Die sind Waffen. Natürlich teilweise jetzt also über die Hälfte doppelt beschriftet. Wieso? Weil er ja schon fertig war mit. Ach, Farbe, Farbe. Ja. Aber du hast recht, es ist mal was anderes. Das hatten wir noch nie. Ja. Und den ersten habe ich aus Versehen angepinselt. Aber naja. Aber ja. So, mal. Wir holen jetzt. Was holen wir? Noch Polymer? Alles klar. Und Öl. Weißt du noch, wo der Bauplan ist? Werkbank. Den hier? Oh, ja, ich glaube Werkbank. Ich kann ja mal zur Not hier unten im... nee, ich habe aber keine Bibliothek für Bausachen. Müsste da drin sein. Da ist er doch. Was brauchst du? Hast du alles? 25 Elektronik, wo sind die? Im Schrank für Technik. Ach so, schon... Aha. Ja, und 75 Metall... Die habe ich natürlich alle darüber schon gebracht. Bringe ich den mal vorbei. Nee, dann lohnt sich, eine Plattform hinzustellen. So. Und 75 Metall. Nee, die hast du ja selber, ne? Nein. Ich habe hier kein Metall. Doch, das ist jetzt alles im Fabrikator. Und der ist wo? Ach ja. Okay. Da kann man eine Ölplattform ist. Welche Zeit lohnt sich das dann? Gehst du einmal fahren, dann hast du sofort. Wenn du da Benzin brauchst und da Benzin. So. Wieso? Geht's immer noch nicht? Weil es wird im Fabrikator gebaut. Dankeschön. Och, bitte sehr. Einmal mit Profis, ehrlich. Hätte ich auch lesen können, ne? Aber ja, hättest du. Man braucht aber hier ziemlich zügig so einen Base Runner, ne? Ja, wir haben die Raptor. Die werden dich nicht tragen können. Da gehen die in die Knie. Ist ein Skorpion wieder, ne? Auf jeden Fall. Es ist logisch im Metall und... So.
Ich hoffe, ich finde die Plattform, dieses Ölspot Ja, hier. das war dieser. Oh, ein roter. Ist das ein roter? Ja. Ich bin auf dem Weg. Ich flyer mit. Es war ein Rot. Okay. Wir hatten hier abgekürzt, genau. Weißt du noch, wo wir dieses hübsche Rex gesehen haben, über dieses Ich weiß noch Aborigine-Öl? den hübschen Rex, aber über Das da. war über die Und Aborigine-Höhleingang, da war so der. ungefähr. Und oben drüber war Dann ist es doch gar nicht so weit. zwei Ölspots. Die Nee, war das doch geht gleich hier noch. vorne. Das geht noch. Ich muss. Ich hab all meine Sachen habe ich im Raptor gelassen. Ich muss was trinken. Zum Übertragen, weißt du? Habe ich die Ja. alles, was ich hatte. Ich wollte ja auch eigentlich gar nicht weg. Weiß gar nicht, warum ich jetzt schon wieder mitfliegen muss. Weil du immer Spaß dabei. Immer nur das Pinke in der. Ja, das Pinke sehe ich sogar durch die Bäume durch. Das ist perfekt. Ja, Ölspot, das ist immer. Hier oben ist Kristall. Aber wir haben erstmal genug. Ich glaube, das ist da oben auf dem Plateau, auf der linken Seite. Aber wenn hier Ölspots sind, dann kann man vielleicht mal hier erstmal auf den kleinen. Weil ohne Schmelze gibt es keine Küche. Diesmal läuft andersrum. Das, ich sehe immer als erstes ihre Küche und dann brauche ich die Schmelze und ich weiß ja gar nicht mehr wofür. Meinst du, die Öldinger, die sind einfach so hier? Die waren oben auf dem, also hier oben auf dem Plateau waren welche. Ich dachte, okay, wenn irgendwo eine freie Fläche ist, warum nicht? Aber hier ist mir zu viel Wald. Der Rex war irgendwo hier unten und dann erstmal aufladen. Ich bin oben, ne? Da oben? Ja. Hab dich. Ja, mir wäre es wichtiger, das Öl zu haben. Irgendwo war zwei Ölsteine. Und hier oben hast du schon alles abgesucht, Nein, ich wo bin ich bin? gerade hier gelandet. Ich bin aber auch nicht mehr hundertprozentig sicher, ne?
Tja. Wir haben da eine Kurve gemacht zum Kristallspot. Genau, du fliegst auf den Kristallspot zu, ne? Ja, hier war das viele Metall. Da ist der Kristall. Da war das doch irgendwo. Fliegen, wo ist die Kristall? Da. Flieg mal drüber auf dieses Plateau da und dann nach rechts. Du hast doch auch was abgeschlagen und hast gesagt, wenn ich einmal hier bin, Öl. nehme ich Öl mit. Aber wo war das? Hier ist Kristall auch noch satt. Ich meine, hier sind normale Ölsteine und da war auch Ölspot. Ich habe die zwei gesehen, definitiv. Hier ist die Argentavis-Falle. Nee, nee, das war nicht ganz oben. Es wird auch schon wieder dunkel. Da sind sie ja. Hier bin ich doch drüber gefahren. Und hab's nicht gesehen. So, dann gehen wir mal gucken für normale Ölsteine. Die waren auf die andere Seite. So, dann die Pumpe. Aber ich habe eine ganz volle Fackel diesmal. Ja, meine ist so zwei Drittel nur. Hier sind Kristall. Und da drüben sind die Öl. Da ist ein Deck. Ich gehe auf den Deck. Die haben auch Öl. Ja, stimmt. Die haben auch Öl. Sorry, ich brauche kein Öl. Kannst du mal mitmachen? Ich muss mich erstmal ausruhen. Was hat der für ein Level? Siebenundneunzig natürlich. 97. So, welche Richtung war das denn jetzt? Da oben. Oder? Da ist der Agibert. Hier ist Öl. Mit Spitzhacke. Da sind mehrere Ölsteine. Und ein wunderhübsches Düdi.
28 Öl pro Stein. Ohne Ölpumpe bist du arm dran. Der hat nur 18 gegeben. Das lohnt sich ja kaum, der Aufwand. Oh, immerhin sind schon 90, ne? Ich habe nur 7 bekommen. Mit der Spitzhacke? Ja. War das schon ein Ölstein? Dann gehe ich lieber Tech-Tiere suchen. Also das, man sieht erstens nichts. Ja, sieht so aus. Wir gehen erstmal, also wir können ein paar Tech-Tiere platt machen. Und hier ist noch eins. Zwei. Aber erstmal Stress. So, Freunde, wir sammeln weiter noch ein bisschen Öl, was auch immer, Tech-Tiere, Ölstein, alles was durch die Finger kommt, und wir sehen uns dann zu Hause, wenn wir die Schmelze aufstellen. Bis zum nächsten Mal, ciao! Ciao!